Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Taverne zum Glücksritter. Und heute ist wieder mal da der Dr. Rainer Nagel. Hallo Rainer. Hallo Daniel. Jo, und warum sind wir heute hier? In meinem Hintergrund kann man es schon erahnen, denn bei Midgard 1880 ist was Neues rausgekommen. Wir hatten es auch in unserem Gespräch schon mal angesprochen. In den Tiefen der Elbe stand da in den Startlöchern. Jetzt ist es da. Ein dickes Heft, ja, ein dicker Band, Softcover. Und bevor wir einsteigen, falls ihr noch zusätzliche Informationen zu Midgard 1880 benötigt, es gibt schon mehrere Videos dazu, die ich euch unter dem Video hier verlinke. Nämlich, wir haben ein Vorstellungsvideo gemacht mit Rainer, wo er ein bisschen was von sich erzählt, was er schon so alles gemacht hat, gerade auch für Midgard. Und dann haben wir ein Interview gemacht zum Verlag, zu 1000 tote Trolle, zu Midgard 1880. Ein großes Interview, das geht über eine Stunde. Und wir haben uns natürlich die Regeln und das System angeguckt. Alles das findet ihr in den Videos, die ich unter dem Video hier verlinke. So. Immer so ein bisschen Business as usual. So, jetzt trinke ich einen Schluck Kaffee und in der Zeit wäre es doch ganz geil, was du mal kurz erzählen könntest, wie bist du drauf gekommen, als nächsten Schauplatz nach Ägypten Hamburg zu nehmen und zwar in den Jahren 1880? Es war ja nicht der nächste Schauplatz nach Ägypten. Nach Ägypten kamen ja noch ein paar Abenteuer dazwischen. Ja. Und die Idee kam ja nach Das Mädchen aus der Themse. Das ist der erste Teil der sogenannten Bibliothekswelten-Kampagne. Da kommen wir ja später nochmal zu, denke ich. Mhm. Ja. Und in Das Mädchen aus der Themse hatte ich ein paar Figuren eingeführt. Eine der Hauptfiguren kam aus Hamburg. Und von daher lag es nahe, im nächsten Teil der Kampagne eben nach Hamburg zu gehen. Das war so der Grundgedanke. Okay, also ist dieser Kampagnenband direkt ein Anschluss auch an schon bestehende Abenteuer? Also man findet sich da wieder? Man findet sich da wieder, das ist richtig. Okay, ist dieser Band auch als Einstieg möglich? Also dass man sagt, ich fange jetzt damit Midgard 1880 an? Ja, ist er. Er ist so geschrieben, er hat vier verschiedene Einstiegsmöglichkeiten. Okay. Und zwei davon gehen davon aus, eigentlich sogar drei, wenn ich so drüber nachdenke, dass man das erste Abenteuer nicht gespielt hat. Es okay. Wäre besser, man muss es aber nicht. Okay, aber dazu zu diesen ganzen Abenteuern und was da jetzt alles so vielleicht sogar Sinn macht, vorher gespielt zu haben, das können wir ja später besprechen. Erstmal so grundlegend wäre es ja vielleicht mal interessant zu wissen, wie ist denn der Aufbau? Was ist das denn genau? Was finden wir denn in diesem Band? Du meinst außer ein längeres Abenteuer? Ja, es ist natürlich, also das habe ich schon gesehen. Ne? Na klar, also erstmal so grundlegend, ne, das zu wissen. Was ich schon gesehen habe, ist, dass es eigentlich fast ausschließlich Kampagne ist. Ist das eine zusammenhängende große Geschichte oder sind das so kleine Steps? Ist es eine große Geschichte? Das ist eine große Geschichte mit mehreren Handlungssträngen. Die sind modular, wie man so schön sagt, aufgebaut. Das heißt, du kannst sie in jeder beliebigen Reihenfolge spielen. Sie hängen alle irgendwie zusammen. Man kann sie unterschiedlich gewichten, wie man möchte, aber es kommt am Ende eine große Geschichte raus. Es ist so ein bisschen wie ein Baukasten. Die Spielerin kann sich aus dem Baukasten die Handlungsstränge rausnehmen, die sie haben will. Wenn sie den einen oder anderen Handlungsstrang, der im Abenteuer drin ist, verpasst, ist das wahrscheinlich nicht schlimm. Das kann dann jeder selbst entscheiden, aber es hängt im Prinzip alles zusammen. Also kann auch der Spielleiter dann in dieser Kampagne, die in Hamburg 1880 spielt, um das nochmal so einzufangen, kann auch entscheiden, okay, den Teil lasse ich weg oder sollte man alle schon so gespielt haben, um dann am Ende so alles verstehen zu können? Das liegt in der Natur dessen, was die Gruppe so vorhat. Manche Handlungsstränge sind es hängt von den Spielerfiguren auch ein bisschen ab. Deswegen gibt es die vier verschiedenen Einstiege, was die Spielerfiguren so wollen, wer sie sind und warum sie in Hamburg sind. Und
Ideal wäre es natürlich, deswegen habe ich es ja auch geschrieben, man spielt alles durch. Man kann sich aber, wie gesagt, auf einen der Handlungsstränge konzentrieren. Man verpasst dann einiges, das ist wahr. Ob das Ja, schlimm klar. ist, dass man das verpasst, ist eine andere Sache. Das hängt davon ab, was man in der Kampagne möchte und was die Spieler möchten. Ja, klar. Und was ist das so generell für eine Kampagne? Weil es spielt ja hauptsächlich in Hamburg oder auch in der Umgebung? Hamburg und bis zu den Altona. Okay, und Was ja was damals erwartet nicht denn das den Gleiche ist. Spieler? Ja, ich Im habe auch hier Prinzip. eine Karte von Altona gefunden, die ist von 1890, die ich im Hintergrund habe Hm. Ja, übrigens. die Karten habe ich aus alten Baerdecker-Reiseführern. Die sind lizenzfrei. Altona ist ja nicht, gehört ja nicht zu Hamburg zu dem Zeitpunkt. Altona ist ja Teil von Preußen und Hamburg ist eigenständig. Deswegen macht die Unterscheidung sogar noch einen gewissen Sinn, weil da gelten andere Gesetze. Das wird auch im Abenteuer teilweise aufgenommen, dass die Lage in Altona in gewissen Dingen einfach anders ist als in Hamburg. Aus historischen Gründen können wir gleich nochmal darauf eingehen, was der historische Hintergrund ist. Ja, klar, gerne. Was die Spieler erwartet, hängt ein bisschen davon ab, woher sie kommen und was sie davor gespielt haben. Wenn sie das Mädchen aus der Themse davor gespielt haben, erwartet sie definitiv die Fortsetzung der dort angefangenen Abenteuerstränge. Halt in einem eigenen abgeschlossenen Abenteuer, aber man wird eine Menge Bekannter wiederfinden, eine Menge Bekanntes. Einige Fragen, die im Abenteuer davor aufgeworfen sind, werden jetzt hier behandelt. Neue kommen dazu, wie das halt so ist bei einer Fortsetzungsgeschichte. Im Prinzip erwartet die Spielerfiguren ein Detektivabenteuer. Beziehungsweise für die, die das interessiert, auch ein bisschen eine Immersion in historische Geschehnisse. Das ist ja 1884 angesiedelt. Das ist zur Zeit des Sozialistengesetzes und ich habe Schwerpunkt darauf gelegt, auf die Verfolgung der Sozialdemokratie in Hamburg. Das Okay. heißt, man kann sich da auch ein bisschen in die Geschichte der Sozialdemokratie, soziale Frage und so weiter in Deutschland einarbeiten, wenn man möchte. Das ist jetzt weniger das Detektivabenteuer. Ja, gut, aber es trägt ja maßgeblich zum Feeling bei, ne? Also Ja. um die Welt auch gut darzustellen. Und es ist ja wieder ein kleiner, aber feiner Einleitungsteil dabei. Der heißt Willkommen in Hamburg. Das sind 11 Seiten, in denen es jetzt erstmal so grundlegend darum geht, den Spielleiter oder die Spielleiterin ins Bild zu setzen, was überhaupt abgeht. Ja? Ich habe aber schon gesehen, es sind im gesamten Band an den richtigen Stellen wieder so historische Kästen drin, wie zum Beispiel die Zahnpflege im Deutschen Reich. Also da habe ich auch wieder was gelernt, ja. Das sind halt die kleinen Sachen, die der Spieler normalerweise nicht weiß, weil die Welt ist schon sehr ähnlich der unseren, aber doch auch teilweise richtig anders. Und an manchen Stellen ist es halt sinnvoll, sowas reinzupacken. Nicht, dass jemand erzählt, da steht eine Zahnbürste mit der Tube Blendlachs auf dem Klo. Ja, das ist halt auch wirklich, also nur um das jetzt mal so zu umreißen, ne? Also ich habe da jetzt nicht gezielt gesucht, ne? Ich habe einfach mal so quer gelesen und so und dann habe ich diesen Kasten entdeckt und lese einfach so rein, ja. Und das habe ich gar nicht gewusst, dass die sich teilweise mit verschiedenen Erden, die sie dann mit Zucker und Honig besser gemacht haben, ja, die Zähne geputzt haben. Ja? Also total Wahnsinn. Ja. Und auch das mit dem Zahnfleisch, dass es dann gefärbt wurde, um das Zahnfleisch dunkler werden zu lassen oder ja. Also ja, also das ganze Buch steckt wieder komplett voll mit diesen Informationen, ja. Das sind da die kleinen Dinge, die du in dem Moment brauchst. Jetzt muss ich mal zurückfragen, du findest diese kleinen Kästen an den richtigen Stellen gut? Ja, ich finde das schon gut. Weil ich habe von Spieltester-Seite auch schon gehört, die fanden das doof, die hätten lieber alles geschlossen am Ende des Abenteuers, ist aber nicht so meins. Hat alles Vor- und Nachteile. Das ist so. Also ich hatte jetzt auch letztens beim Tausend Tote Trolle Verlag mit dem Abenteuer, da wurden alle Anhänge, alle Charaktere, alle Spielwerte und so weiter, wurde ganz nach hinten gelegt. Das hat den Vorteil, dass man nicht suchen muss. Das hat aber den Nachteil, dass wenn ich mitten in der Szene bin, dass ich dann das Blättern anfangen muss unter Umständen. Ja? Also es hat beides seine Vor- und Nachteile. Also das, was die Spieltester sagen, macht auch Sinn. Nur die Frage ist jetzt, sollten Informationen, also diese historischen kleinen Informationen,
Wer würde denn dann in einem laufenden Abenteuer nach hinten blättern und das nochmal nachlesen und überhaupt wissen, dass es da drin steht? Also ich glaube, dass diese eher atmosphärischen Sachen, dass das ganz cool gemacht ist, dass die an den Stellen sind. Also das finde ich eigentlich auch. Ja. Okay, das ist schön, dass wir uns da einig. Ja, finde ich auch, finde ich gut. Vor allem, wenn es um kleine Sachen geht, die man halt nicht zwingend braucht. Die wichtigen Sachen, die vielleicht irgendwo sammeln, aber das... Ja, die wichtigen Sachen, die bedauern, braucht sie noch gesammelt. Die ganzen Nichtspielerfiguren genau. Und dazugehöriges Zeug, das ist ja alles hin. Das ist schon genau. Ja, nee, aber das ist halt, ich bin ja wie sowieso geschichtsbegeistert und dementsprechend ist es immer toll, wenn man so ein Hobby schön verpacken kann mit der Historie. Und du hast ja dich wieder dran gesetzt und hast viel Recherche betrieben, was man jetzt schon gemerkt hat, ne? Also da ist ja schon fundiertes Hintergrundwissen wieder da. Was macht denn so diese historische, diesen Schauplatz da so interessant? Also du hast ja ein paar Sachen schon angesprochen, aber vielleicht können wir das nochmal vertiefen, die ganze Situation und so weiter. Also wie gesagt, es von der Logik der Kampagne her bot es sich an, dass wir als nächstes nach Hamburg gehen. Und dann haben wir uns überlegt, wenn wir 18, und es bot sich auch an, dass ungefähr ein Viertel, anderthalb Jahre vergehen zwischen den beiden Abenteuern. Das ist zum einen, hauptsächlich ist es unserem langsamen Veröffentlichungsmodus geschuldet, dass die Leute halt Zeit haben, andere Abenteuer reinzuschieben zwischendrin. Und dann haben wir uns überlegt, wenn wir 1884 in Hamburg sind, dann können wir das nicht machen, ohne auf die innenpolitische Lage einzugehen. Dann können wir das nicht machen, ohne auf den Kulturkampf, auf die Sozialistengesetze einzugehen, eher nicht auf den Kulturkampf. Und da in Hamburg zu dem Zeitpunkt gerade der kleine Belagerungszustand war, also ein Ausnahmezustand zur Unterdrückung der Sozialdemokratie, bot sich das als Hintergrund an. Deswegen gibt es auch eine Einleitung, die ist speziell auf Spieler bezogen, die sich halt, Spielerfiguren bezogen, die sich halt der Sozialdemokratie nahe fühlen. Da gibt es ein paar, nach meinen Kenntnissen so von der 1880-Spielerseite. Und das ist als Hintergrund einfach da. Kann man einbauen, man kann aber auch sagen, was interessiert mich Politik, ich will mein Detektivabenteuer, ich will Mörder finden und so weiter, geht natürlich auch. Aber vom Hintergrund her ist das halt das, was in Hamburg um die Zeit abgeht. Das einzig andere noch, was abgeht in Hamburg um die Zeit, sind relativ große Umbauarbeiten, um den Hafen auszubauen, die Niederlegung ganzer Arbeiterviertel und so weiter. Das ist sicherlich auch interessant, ist kurz erwähnt, das gibt aber kein spannendes Abenteuer her. Also sowas allerdings mit der Sozialdemokratie, wenn die Spielerfiguren da in ein verbotenes geheimes Treffen geraten und das wird dann von der Polizei aufgelöst, da kannst du eine gescheite Spielhandlung draus machen. Ja, also ich denke, dass Leute, die Midgard spielen und auch die Midgard 1880 spielen, ja sowieso schon mal ein gewisses Interesse, so ein Grundinteresse für Geschichtliches haben. Und wenn man schon so einen exotisch, für uns jetzt zeitperspektivisch exotischen Schauplatz wie Hamburg hat, wäre es ja eigentlich eine Schande, das nicht zu nutzen, ne? Was da historisch passiert ist und auch was zu lernen natürlich darüber, ja. Okay, also die Preußen sind mit im Boot, das ist immer gut. Da treffen wahrscheinlich auch Welten aufeinander, von der Organisation auch, ja. Ja, also Hamburg als Freistaat war ja auch viel liberaler als das zu Preußen gehörende Altona. Das heißt, die Sozialistengesetze werden auch in Hamburg viel laxer umgesetzt als in Altona. Es gibt auch einen Konflikt zwischen den Innenministern und den Polizeichefs. Das habe ich ganz gut rausgearbeitet, denke ich. Ist Hintergrund alles, fällt nicht groß ins Gewicht, aber ja, man lernt so einiges dabei. Ja, wie gesagt, muss sich halt entscheiden. Entweder man macht eine Tapete, also wir spielen Abenteuer vor einer Tapete, die jetzt Hamburg heißt, oder wir spielen wirklich in Hamburg und es fließt ein bisschen noch so ein bisschen was ein. Ne? Also das ja, finde ich ja auch ganz gut. Ne? Es gibt ja genug Abenteuer, die halt wirklich nur flach bleiben und sagen, ja, wir bringen jetzt mal ein Hamburger Wort ein oder es geht um den Hafen und ansonsten war es das jetzt mal. Deswegen sind meine Abenteuer auch so lang, weil sie eben nicht flach bleiben. Da steckt immer viel Aufwand drin. Wie lange hast du jetzt ungefähr gebraucht für den Band? Keine Ahnung. Der hat so lange gedauert, aufgrund von Problemen im Lektorat. Geschrieben, inklusive Spieltests und Umarbeitungen 2 Jahre. 2 Jahre, Und dann, das war länger Sache und dann gab es einige signifikante Probleme in den Spieltests. Dann musste ich ein paar wichtige Ergänzungen vornehmen, dann musste ich es nochmal an die Spieltestergebnisse, hat sich halt gezogen, wie das jetzt ist. Das,
Dafür müssen wir es ja, dafür macht man ja auch dann die Spieltests. Ich Okay, habe also teilweise aber. das Abenteuer komplett umstrukturieren müssen, damit es funktioniert hat. Das hat sich ein bisschen gezogen. Ja, gut, ja, das steckt man da drin. Okay, ich habe auch gesehen, es gibt einen Teil, der nennt sich Krokodillenjagd. Ist das der, der auch im Tausend oder Trolle Magazin veröffentlicht ist? Ja, jein, ja. Es ist ja nur so ein kurzes Szenario, also es ist jetzt nicht ein Abenteuer, das schon vorveröffentlicht wurde, sondern nur so ein kurzer. Ja, doch, es ist war so. Es gab eine Einstiegsmöglichkeit. Wir hatten ja gesagt, dass das Abenteuer könnte sich anschließen an das Mädchen aus der Themse. Da lernt man jemand kennen, deren Vater ist Händler. Und da würde es sich anbieten, dass man zum Beispiel über sowas mit ihm in Kontakt gerät. Das ist auch eine Einstiegsmöglichkeit für jemand, der das Mädchen aus der Themse nicht gespielt hat, weil sie dann halt irgendwie die Gruppe über irgendwelche Umwege den Auftrag bekommen haben, ein Krokodil zu finden. Habe ich mal reingeschrieben, passt da ganz gut. Und dann habe ich mir gedacht, könnte es natürlich auch genauso gut, statt zu schreiben, die Spielerin kann dann ein Krokodilfangabenteuer ausarbeiten, könntest du ein Krokodilfangabenteuer schreiben. Das wollte ich aber nicht mehr in das Abenteuer reinbringen. Und da der Carsten Greben mal was Längeres von 1880 haben wollte für die Drolle, habe ich das Krokodillenjagd halt für die Drolle geschrieben. Das kann man als direkte Einleitung benutzen. Muss man nicht, insbesondere wenn man die Krokodileinleitung nicht will, aber man kann es. Es erleichtert den Einstieg. Ist allerdings ein optionaler Einstieg. Um den Kontakt zu knüpfen, Ja, ja. es läuft doch ganz wunderbar ohne das Kurzabenteuer, aber muss man gucken, was man will. Ja, ich finde ja immer von klein nach groß ganz spannend, wenn man sagt, okay, man etabliert sich erstmal, lernt Leute kennen und dann kommt man immer mal Stück für Stück in gewisse Kreise ran. Okay, genau. Dementsprechend auch nochmal der Querverweis natürlich auf die Videoserie zum Tausend Tote Trolle Verlag zu dem Magazin, wo auch schon einiges für Midgard 1880 veröffentlicht wurde. Und die Hefte sind ja alle noch käuflich zu erwerben. Dementsprechend könnt ihr auch die älteren Ausgaben, die jetzt schon 20 Jahre her sind oder so, immer noch bekommen. Und dann, was weiß ich, hier diese Luft, diese, wie war das? Luftschiffwerft. Ich weiß nicht, ob du die geschrieben hattest oder. Habe ich nicht, aber ich weiß, was du meinst, die Gröblingsche Luftschiffwerft, ja. Ja, genau. Die dann später sogar nochmal aufgegriffen wird als Abenteuerschauplatz oder sogar als ganzes Abenteuer. Genau, also da gibt es auch von Midgard 1880 immer nochmal Futter. Jo, okay. Wir haben jetzt kurz angesprochen, das Mädchen mit der Themse, beziehungsweise du. Es gibt hier am Anfang so eine Einleitung für den Spielleiter, je nachdem, wo er herkommt, was man gespielt haben sollte und so weiter und so fort. Das sah erstmal ein bisschen komplizierter aus. Ich hoffe, du kannst uns da ein bisschen Klarheit reinbringen. Auf der Seite 4 ist ideal vorbereitete Gruppe. Das ist so, wie du dir den Einstieg optimalerweise vorstellst, ne? In die Tiefen der Elbe. Und jetzt haben wir hier verschiedene Abenteuer genannt. Die sind alle bei dir erschienen. In geheimer Mission. Das ist Einführungsabenteuer im kostenlosen Einsteigerband. Das kann man spielen. Das gibt die meisten Abenteuer, die ich so mache, die haben häufig Hinweise auf Sachen, die später kommen. Das kann man machen, das muss man nicht machen. Ich gehe mal davon aus, dass viele ihre 1880-Runde eben mit diesem Einsteigerabenteuer hatten. Das ist auch die Rückmeldung, die ich so von Einsteigerrunden auf Cons bekomme. Und da sind halt ein, zwei Anknüpfpunkte da, insbesondere der erste Kontakt mit den Freunden des britischen Bibliothekswesens. Das ist so eine Organisation. Ich führe sie jetzt mal unter Geheimorganisation, die noch eine größere Rolle spielen wird. Das kann man mitnehmen. Es ist ganz nett. Dann kennt man die Leute schon mal, hatten den einen oder anderen Namen schon gehört. Kann man mitnehmen, muss man aber nicht. Idealerweise hat man es mitgenommen, aber wie gesagt, es ist nicht zwingend notwendig. Okay, und dann hattest du ja hier das Mädchen aus der Themse angesprochen. Ist dieses Abenteuer nur wichtig für den Spielleiter, weil man da diese Clara Hochbrook kennenlernt? Oder gibt es da noch mehr Informationen, die jetzt quasi hier einfach jetzt von Vorteil sind? Ja, also wer das Mädchen aus der Themse gespielt hat, weiß halt, um was es geht. Es weiß, dass es die Freunde des britischen Bibliothekswesens gibt, dass es da eine Gruppe von 13 jungen Menschen gibt, die als sogenannte Bibliothekswächter ausgebildet werden, was immer das heißen soll. Das verrate ich bestimmt auch irgendwann mal. Ah, ein Teil davon kommt jetzt schon in den Tiefen der Elbe raus. Das heißt, man kennt das Hintergrundpersonal und auch die Hauptakteure. Und
Ein Teil dieser Leute trifft man halt im nächsten Abenteuer wieder. Deswegen ist das halt die Grundlage. Du bist im Problem schon drin. Eine ganze Menge Fragen, die zum Beispiel in die Tiefe der Elben aufgeworfen werden, die tauchen im Mädchen aus der Themse auf. Das heißt, man hat auch so einen gewissen Effekt von, ah, so war das gemeint. Deswegen ist es halt, du siehst als Teil 1 einer fünfteiligen Romanreihe an, wenn man so möchte. Welches jetzt? Das Mädchen in der Themse? Das Mädchen aus der Themse, ja. Die Bibliothekswelten-Kampagne habe ich im Moment auf 5 Abenteuer ausgelegt. Ist bestimmt vor 2050 fertig. Also diese gehört, also diese Bibliothekswelten-Kampagne, die startet dann eigentlich auch mit dem Abenteuer des Mädchen in der Themse. Ja, Oder auf der Themse. der Rest ist Vorspiel, das kann man machen oder man kann es lassen. Sturm über Ägypten spielt früher dann. Stimme Also über die, Ägypten das ist spielt die früher. Sturm über die Ägypten, nur für die Leute, die es noch nicht so wissen, das ist hier dieser große Kampagnenband auch. Auch eine große Kampagne, die in Ägypten spielt, mit ganz viel Quellenband mit drin. Also das hier, die haben beide das gleiche Konzept. Es ist immer ein bisschen blöd. Ich muss das immer vor mich halten, dann geht's. Sturm oder über Ägypten und die Tiefen der Elbe haben das gleiche Konzept. Sie verbinden natürlich wieder historischen Hintergrund und Lernen. Lernen macht Spaß mit Spiel, ja, mit dem Abenteuer. Okay. Also Ja, ein Sturm über Sturm, Ägypten ist, ja. Spätsommer, Frühherbst 1882, Mädchen aus der Themse ist April 1883, Tiefen der Elbe ist Sommer 1884. Also das ist jetzt die innere Logik Ja. in deiner Kampagnen. Kann das der Spielleiter auch einfach verändern oder? Im Großen und Ganzen ja, bei Sturm über Ägypten wird es schwierig, weil die Weil Dinge, die dieses da. Event da stattfindet, ne? Dieser Die britische Invasion Ägyptens findet halt im Juli 1882 statt, da kann ich nichts dran ändern, aber ob jetzt die Tiefen der Elbe im April 1883 spielt oder im April 1884 oder 85, ist egal. Ja, okay, also das ist, ja, gut. Immerhin ist es noch ein Spiel, ne? Da kann der Spielleiter ja auch vorher, stellt er sich vor seine Gruppe und sagt, Leute, ich weiß, die Engländer haben auf Ägypten 2 Jahre später geschossen, wir fangen 1880 Mal auch machen, ist mir völlig egal. Genau. Ist ja alles ein großer Spaß. Okay, und da gibt es noch ein paar Gegenstände oder ein paar Dinge, die Spieler Gruppe vielleicht gehört haben sollte oder kennen sollte, die kann man in seine Abenteuer einflechten. Okay, also jetzt wissen wir auch, was die Bibliothekswelten-Kampagne ist. Das ist eine Sammlung von Abenteuern, die sich um diesen Themenkomplex der englischen Bibliotheken Freunde des englischen Bibliothekswesens, ja. dreht. Und die Frage ist jetzt, ist das, wenn es so einen Geheimbund gibt, hat das auch was mit Magie zu tun? Kommt da Magie ins Spiel in dem Band? In dem Band überhaupt nicht, weil es nicht Überhaupt gepasst nicht. hat. Ja, weil ja, es ist ja ein Magieband in Planung und hätte ja sein können, ne, dass da schon vielleicht irgendwas einfließt. Aber grundlegend ein komplett, also der Stand der Technologie ist auch realistisch, historisch und keine Magie, keine Geister und so weiter. Richtig, es gibt Abenteuer, in denen kann man eine kleine übernatürliche Komponente einbauen, aber nur eine kleine, weil noch kein Regelwerk draußen ist. Aber in dem Falle hätte es keinen Sinn ergeben. Deswegen habe ich es gelassen. Also ist das so Da ein war nichts drin, klassisches, wo man, ja? da war nichts drin, wo man sagen könnte, das wird jetzt spannend, wenn man eine übernatürliche optionale Komponente reinbaut. Da hätte ich jetzt echt nichts gefunden. Und mit Gewalt Man muss ja, reindrücken muss es ja nee, nicht. auf Krampf macht keinen Sinn, ja. Ich Eben. versuche auch, ich versuche sogar bei Fantasy-Settings nicht immer die Magiekarte zu ziehen, also auch mal so zwischenmenschlich einfach. Und du sagst ein Detektivabenteuer, wenn man jetzt hört, Hamburg, Großstadt, Hafen, kommen da so ein bisschen. Na gut, London hat jetzt keine, London hat jetzt keinen Hafen, aber die Themse. Kommen da auch so ein bisschen so Sherlock Holmes-Vibes rüber, so ein bisschen? Ein bisschen allerdings von der deutschen Atmosphäre, nicht von der britischen. Die Ja, Atmosphäre ist klar. schon ein bisschen anders. Ja. Wenn ich an Sherlock Holmes denke, dann denke ich auch immer so an auch immer so ein bisschen an Nebel und vielleicht auch ein bisschen mysteriös und knifflige Fälle und so. Und irgendwie könnte ich mir das auch ganz gut in Hamburg vorstellen, Also es gibt eine Szene, wo die Spielerfiguren
an der Szene eines Mordes sind und wo sie dann aus einer Vielzahl von Hinweisen rauskriegen können, sollen, was da genau passiert ist. Das geht sehr stark in die Richtung. Da läuft man in der Gegend rum, befragt Leute, findet Spuren, muss das dann zusammensetzen und hat dann am Ende hoffentlich ein Ergebnis. Das geht Ja. schon sehr stark in die Richtung. Solche Teile baue ich auch gerne in meine Abenteuer ein. Es macht mir auch immer sehr viel Spaß, die vorher auszuarbeiten. Also ist dann wirklich, dass die Spieler auch so ein bisschen aus der Figur rauskommen und sagen, ja, ihr überlegt jetzt einfach mal die Zusammenhänge, wo könnten Anhaltspunkte sein, wo könnten Spuren sein. Das finde ich auch immer ganz spannend. Ist eine von zwei Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Man darf aber nicht vergessen, es gibt Spieler, die mögen sowas nicht. Ne, Deswegen und habe ich auch dann. einen Würfelmechanismus eingebaut. Ja klar, natürlich, unterstützt mit Würfeln, aber ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, das hat jetzt damit nichts zu tun, aber ich finde es immer schwierig, wenn zum Beispiel jemand einen dummen Charakter spielt oder so, der keine Ahnung hat von solchen Dingen oder so. Und den, also da sage ich, da drücke ich dann Augen zu, von wegen Charakterspiel, der kann dann auch mit knobeln als Mensch, so meine ich das. Ja, das Genau. kann Na man klar, machen, ne? unterst na klar, und natürlich unterstützt mit Würfeln, dann, ne, aber die Idee kommt ja dann meistens, kommt ja vom Spieler, ne? Ein Dilemma. Okay, Es ist also. ein Dilemma dahingehend, ich hatte, als ich die Regeln neu bearbeitet habe, habe ich eine längere Diskussion mit einer Testleserin im allerersten Midgard-Regelwerk, 1880-Regelwerk, 94 war das. Da war so diese Welle: Wir machen jetzt freies Rollenspiel. Würfeln ist schlecht, Rollenspiel ist gut. Weil sie schöne Beispiel, Fertigkeit verführen. Es gibt, hier ist dein Wert, hier kannst du würfeln, aber wenn du das nicht ausspielst, kriegst du Abzüge. Da sagte die Testleserin, das findet sie doof, weil es Leute gibt, die können das nicht, die wollen das auch nicht. Das habe ich dann umgeschrieben zu, hier ist dein Wert und wenn du das ausspielst, kriegst du Zuschläge. Weil du halt nicht davon Ja. ausgehen kannst, dass die Spieler tatsächlich das alle auch am Tisch machen wollen. Ja, klar. Also, das ist sowieso ist so eine Glaubensfrage. Also bei mir, also ich mache es eigentlich so, wenn jemand so eine soziale Fertigkeit machen möchte, dann muss er mir das anbieten. Also er spielt mir dann irgendwas aus oder sagt seine Argumentation oder sonstige Dinge. Und dann sage ich, okay, kannst du würfeln oder nicht? Also ich weiß, das ist vielleicht nicht dem Zeitgeist entsprechend, ist vielleicht auch ein bisschen restriktiv, aber ich muss ja nicht politisch korrekt sein. Ja. Als Verlag muss man sich da Gedanken drüber machen, ne? Was man dem Spieler abverlangen möchte und was nicht, ja. Ich muss auf die Spieler achten, die sagen, ich habe diese Fertigkeit, ich habe diesen Wert, ich will jetzt würfeln, ich habe keinen Bock, das auszuspielen. So Genau, Leute gibt genau. es und auf die muss ich Rücksicht nehmen. Ja, klar. Und ich muss es nicht, und das ist das Schöne. Rainer, da hast du halt Pech. Nein, aber in der privaten Runde wird man das natürlich auch anders machen. Es Ja, gibt das immer ist zwei klar. Paar Schuhe, ne? Gibt zwei Paar Schuhe. Okay, die Abenteuer, die man gespielt haben sollte, würdest du die mal kurz, weil wir machen einfach einen Querverweis, wenn sie hier schon angedeutet sind, auf diese Abenteuer. Zum Beispiel in geheimer Mission. Was geht's grundlegend da? Das ist ein ganz kurzes Abenteuer. Wir suchen einen Ort in London und verhindern ein Verbrechen. Okay, Das also auch Abenteuer so ist 3, 4 Stunden. ein, Mehr ist das nicht. so ein kurzes Detektivabenteuer. Ja, das ist hauptsächlich Okay. Regel- und Welteinführung. Mit Und ein dann paar das Mädchen. weiterführenden offenen Fragen. Ja. Und da halt und die Einführung in diese Geheimorganisation. Ja, genau. Und dann das Mädchen in der Themse. Du sagst, das ist eigentlich der erste Band dieser Bibliotheksweltkampagne. Ja. Das ist ein bisschen, ist der auch größer dann, das Nee, der ist Abenteuer? relativ kurz, das sind 64 Seiten. 64 Seiten. Ja, das ist heutzutage eigentlich schon ja, ein normales Abenteuer. Also wenn man so vergleicht, ja, so 64 Seiten ist schon ein normal großes Abenteuer. Es gibt, also 40 Seiten ist momentan so ein bisschen der Trend, keine Ahnung, so One-Shots. Wie lange ist das so, das Mädchen in der Themse? Wie lange man spielt, 8 bis 10 Stunden. 8 bis 10 Stunden. Okay, ja, das ist schon so für 2 Abende. Ist das schon ganz cool. Okay, also das sind diese zwei Sachen, die man auch bei dir natürlich noch kriegt, ne?
Gibt sie noch im Print oder als PDF? Den Einsteigerband gibt es kostenlos als PDF. Der ist im Shop kostenlos runterladbar. Und ich schicke ihn auch gerne zu, da brauche ich aber dann das Porto. Genau, genau. Das ist ja auch das Einsteigerheftchen, ist ja auch nur so ein kurzes, so ein kleines Ding. Das sind 32 Seiten mit Kurzregeln, vorgefertigten Spielerfiguren, Spielbeispiel. Die gibt es auch auf Cons kostenlos. Mhm. Genau. Und das Mädchen in der Themse? Ja, kann man bestellen. Das ist noch verfügbar als Print. Ja, das ist noch verfügbar im Print, ja. Okay, alles klar. Ja, muss man wissen. Okay, also das könntet ihr vorher noch spielen, wenn ihr so eine gewisse Kampagnenstruktur haben wollt. Okay, dann haben wir das auch. Bibliothekenwelt, Kampagne, wissen wir jetzt auch, was es ist. Ja, mein Gott, es ist rasant. Wie das zusammenhängt, haben wir auch. Die Spielzeit von diesem, von dem Band, die Tiefen der Elbe, es ist ja sehr dick. Wie lang würdest du schätzen, kann man das genau sagen, eine Spielzeit? Nee, oder? Das hängt davon ab, wie stark du auf welchen Handlungsstrang eingehst. Ich bin mir sicher, wenn du es reduzierst, kriegst du es in 8 Stunden durch. Ich bin mir sicher, du kannst mehrere Tage dran spielen. Das kommt drauf an, wie detailliert du auf die einzelnen Sachen eingehst. Was? In 8 Stunden? Wenn du es auf das Minimum reduzierst und die Sachen rausschmeißt, die dich nicht interessieren, ja. Würde ich nicht empfehlen, aber es geht. Ach so, also nach dem Motto, wenn man wirklich, wirklich nur den roten Faden rausnimmt, von bis 8 Stunden, das ist aber schon krass. Also das würde ich natürlich nicht machen. Aber ja, wenn du sagst, du kommst mit einem bestimmten Ziel nach Hamburg, das Ziel befolgst, das Ziel erfüllst du und alles andere, was dir die Spielerin an Hinweisen hinschmeißt, ignorierst du bis in 8 Stunden durch. Okay, ja, das wollen wir. Wenn du das nicht machst, dauert es natürlich deutlich länger. Ja. Ja, wie ist das denn so von der Struktur her? Also, du hast jetzt noch, also kann man grundlegend sagen, was erstmal das Ziel ist in diesem Abenteuer? Also ohne jetzt zu spoilern, aber zu sagen, was erwartet denn den Spieler? Was sagst du, ein Detektivabenteuer? Also es hängt von der Einleitung ab, die man wählt natürlich. Im Idealfall, wenn man so spielt, wie ich es geschrieben habe, ich habe es auch schon in der Reihenfolge geschrieben, die einzelnen Begegnungsabschnitte sind in der Reihenfolge geschrieben, wie ich mir das vorstelle, muss man sich nicht halten dran, aber wenn man das so macht, kommt man halt dahin als Fortsetzung von das Mädchen aus der Themse. Und wie gesagt, dann kennt man die Leute, dann kommt man durch einen Brief von Clara Hochbruck, die man im früheren Abenteuer schon kennt, kommt man halt nach Hamburg und weiß, wo man hin muss. Und dann stellt man fest, es gibt da ein Problem, die sollte Besuch kriegen von einem anderen aus ihrer Lehrgangsgruppe und der ist verschwunden und den sollen die Abenteurer jetzt suchen. Mhm. So, dann finden sie ihn irgendwann oder so ähnlich. Und dann stoßen sie darauf, was mit dem Jungen passiert ist und daraus ergibt sich dann der Rest, das ist diese größere Detektivszene und da ergibt sich dann die Suche nach den Hintergründen. Formulieren wir es mal so, wir wollten ja nicht spoilern. Ja. Genau, genau. Und wenn man das soweit alles durchspielt, dann ist man damit im Großen und Ganzen schon mal auf fast 2 Dritteln des Abenteuers. Das kann man jetzt noch verknüpfen mit der Sache mit dem Krokodil. Das wäre eine weitere Kontaktmöglichkeit, kann man aber auch lassen. Das geht auch so. Wer das Mädchen aus der Themse gespielt hat, braucht das Krokodil nicht. Es kann aber auch nichts schaden. Und in diesen Hintergrund kommt da die Sache mit der Sozialdemokratie rein. Das läuft ein bisschen parallel, die sind nicht wirklich verbunden. Ich wollte jetzt nicht alles mit allem verknüpfen, das glaubt mir eh keiner. Das kann man dann mitnehmen, man kann es aber auch lassen. Ja. Und dann hat es am Schluss noch einen Epilog, der indirekt mit der Kampagne verknüpft ist, der dann ganz neue Perspektiven eröffnet. Den kann man spielen, man kann es aber auch lassen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie fantastisch die Spielleiterin der 1880 haben will. Ja. Achso, das ist dann der Epilog ist dann quasi so die Klammer, die das nochmal alles so einrahmt und quasi für das neue Abenteuer dann vorbereitet, ja. Was danach folgen könnte. Ich meine, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich eine blöde Frage, weil jetzt gerade erst der Band in den Tiefen der Elben herausgekommen ist, aber gibt es in dem Epilog dann schon Hinweise, wo es vielleicht im dritten Teil der Bibliothekswelt-Kampagne hingehen könnte? Sehr indirekt.
Sehr indirekt. Aber sehr indirekt. Das heißt also, ein erfahrener Midgard 1880-Veteran könnte, wenn er genau liest und genau guckt, vielleicht den einen oder anderen Hinweis finden. Auch der nicht erfahrene Midgard 1880-Spieler, wenn er das durchspielt, wird an einer Stelle sehen, wir haben hier ein Angebot, das sich auf spätere Abenteuer auswirken kann. Wenn wir das jetzt annehmen, haben wir keine Ahnung, was uns das bringt, aber es wird bestimmt spannend. Und es würde spannend, also vom Hintergrund des Epilogs her, wer das Angebot macht und wo und wie das gemacht wird. Und dann ist klar, daraus wird sich irgendwas ergeben und das wird gewisse Abenteuerelemente enthalten, das kann man dann abschätzen. Ja. So grob. Wo das ist, weiß man natürlich nicht, aber was es sein wird, ja, da kann man schon Rückschlüsse drauf ziehen. Wie weit bist du denn, wenn du sagst, 5 Bände sollen es sein? Also hast du schon, auch wenn jetzt 3, 4 und 5 noch nicht geschrieben sind, aber du hast schon einen roten Faden, worauf es hinausläuft? Ja, ich weiß, wo ich hin will. Ja, also dementsprechend ist auch, du musst jetzt nur noch quasi die Verortung finden und das mit, also du hast das Grundgerüst dieser Geschichte, steht schon. Verortet habe ich es auch schon, ich muss es bloß noch schreiben. Ah, okay. Aber willst du wahrscheinlich jetzt noch nichts zu sagen, wo es hingehen könnte? Doch, ich habe ein bisschen was auf die Homepage geschrieben. Das kann ich natürlich auch hier schon sagen. Wenn man mal auf der Seite an Bibliothekswelten-Kampagne guckt, sieht man die 5 Abenteuer mit ihren Arbeitstiteln. Bei den ersten beiden Abenteuern sind Links zu Spielhilfen dabei und beim dritten Abenteuer habe ich ein bisschen geschrieben, was passieren könnte. Beim vierten und fünften habe ich ein bisschen rumgeblattet, ohne wirklich was zu schreiben, falls ich überhaupt was geschrieben habe. Wo unter Artikel findet man das? Nee, Abenteuer. Auf der Seite midgard1880.de findet ihr auch unter dem Video natürlich verlinkt. Und da waren jetzt, das immer sind aber auch noch... Da taucht ein Reiter auf Bibliothekswelten-Kampagne. Ah ja, wunderbar. Da geht man drauf. Das ist das Symbol! Dieser Union Jack mit dem Schlüssel und dem Buch, den findet man nämlich auch hier hinten. Dieses automatische, Symbol. Ja, das findet ist das Symbol man auch. Der Freunde des britischen Bibliothekswesens. Okay, und das ist auch für alle Kenner das Wissen oder das Erkennungszeichen, das gehört jetzt zu dieser Bibliothekswelten-Kampagne. Ich habe mich schon gefragt, was das ist. Okay. Ach ja, und hier wird es das nochmal genau verbunden, die 5 Abenteuer, die vorgesehen sind. Das dritte heißt Tod am Nil. Ja. Und da geht es auch wieder zurück nach Ägypten. Ja. Das geht nach Ägypten. Ich weiß schon genau, wohin. Ich weiß, was passiert, so im Großen und Ganzen. Wie gesagt, ich muss es halt noch schreiben. Das wird wieder größer Sache. Ja, na klar. Weil ich muss die Geschichte von Ägypten weiterentwickeln, von der Eroberung 1882 bis... Wo sind wir dann? 85, 86, glaube ich, wollte ich da sein. Steht hier, ja, 85, 86. Und dann orientiere ich mich halt ganz gnadenlos an den Amelia Peabody-Roman. Und wir machen Urlaub mit der ganzen Familie und den Spielerfiguren in Ägypten. Ich meine, das ist und dabei passieren dann komische Dinge. Ich meine, das ist jetzt natürlich Zukunftsgeschwätz und wir wissen alle nicht, ob sich vielleicht noch groß was ändert. Aber jetzt hast du der vierte Band soll. Arbeitstitel im Meer der Inseln. Ja. Soll das ein exotisches Setting werden oder geht's nach Sylt? Schau dir mal den Epilog an von Die Tiefen der Elbe, dann können wir, glaube ich, Sylt ausschließen. Okay, gut. Also im Epilog finden wir die Antwort oder Hinweise. Ein Hinweis. Und dann am Schluss der Fluss der Zeit und da in Osteuropa. Das ist sehr, sehr spannend. Ich mag dieses Setting sehr gerne. Osteuropa, Russland, die unendliche Weiten, aber auch dieses ganze Zarensystem und so weiter. Also das wird auch spannend. Ja. Ich gebe mal einen Spoiler. Wenn ich Osteuropa schreibe, meine ich Rumänien. Rumänien? Okay. Yeah. Ja gut. Das ist ja auch noch was. Ist auch gut. Ist genauso gut. Finde ich auch super. Ja, cool. Okay, also da wird noch ein bisschen was auf uns zukommen. Vor allem wissen wir jetzt auch ungefähr, wo die Reise hingeht, was wir erwarten können bei Midgard 1880. Zu den Abenteurertypen
die jetzt für dieses, für die Tiefen der Elbe gut geeignet sind? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das wäre schon sinnvoll, wenn das abgebildet wäre, oder vollkommen frei? Ja, also das Abenteuer ist so weitläufig, dass letzten Endes jeder irgendwas zu tun haben wird. Mit Sicherheit braucht man Leute, die über gewisse Fertigkeiten verfügen, um Detektivfälle zu lesen, Spuren zu sichern und so weiter. Also Spurensuche sollte man eins, zweimal haben. Allgemeinbildung sollte vorhanden sein, Gassenwissen sollte vorhanden sein, die Sachen halt. Gerichtsmedizin kann vielleicht in der einen oder anderen Situation nichts schaden. Es gibt eine Situation, so gegen Ende, das ist so der Höhepunkt des Abenteuers, so wie ich es mir vorstelle. Da könnte es nichts schaden, wenn man die eine oder andere Figur dabei hat, die auch ordentlich draufhauen oder draufschießen kann. Aber hauptsächlich wichtig sind Interaktionsfähigkeiten und Deduktionsfähigkeiten, Fertigkeiten. Ja, was jetzt die Frage, was macht jemand, der zum Beispiel einen Wildnischarakter gemacht hat? Hat der überhaupt keine Anwendungsmöglichkeiten, oder? Gib mir einen Wildnischarakter bei 1880. Gut, das war. Was meinst du damit? Ja, der einfach so für eher für außerhalb, also gibt es das gar nicht so in der Art, der eher so auch für Überlandreisen? Es gibt den Entdecker, der hat aber auch genügend andere nützliche Sachen. Ah, okay. Auch der hat sicherlich Dinge wie Naturkunde kann nie schaden. Der wird ganz gut in den Waffen sein. Gut, er wird nicht unbedingt sein Kamel in Hamburg reiten können. Aber da gibt es auch Möglichkeiten für. Und die andere Möglichkeit wäre ein bisschen problematisch, wäre der Eingeborene, falls sowas jemand überhaupt spielt. Dann wiederum hängt es davon ab, wie der Eingeborene aufgebaut ist. Der hat ja eine riesige Auswahl an Fertigkeiten. Ja, vielleicht ein ist der Eingeborene. Ein reiner Wildnischarakter, wenn es sowas gäbe, hat das gleiche Problem wie ein Wildnischarakter in dem Midgard-Stadtabenteuer. Das deswegen ist ja. Deswegen ja, genau. Aber du sagst, es ist bei Midgard 1880 gar nicht so intendiert. Ne? Das ist und der Eingeborene. Das ist wirklich selten. Der Eingeborene, wenn ich mir den vorstelle, hier wie bei, wie heißt das, bei 80 Tage um die Welt oder so als Diener oder das ist dann der draufhauen kann im letzten Teil. Der kommt dann, der glänzt im letzten Teil. Nicht zwingend. Den Eingeborenen kannst, also Eingeborenen habe ich so ganz klischeehaft angelegt, so klischeehaft, dass ich mich im Regelwerk so dafür entschuldigt habe, an Winnetou, Obslopogas und so Sachen, Haji Halef Oma, also der treue Sidekick des weißen Helden, politisch völlig inkorrekt, ich weiß, deswegen auch mit großer Vorsicht zu genießen. Das ist häufig jemand, der draufhauen kann, muss aber nicht zwingend sein. Nö, der kann ja auch sehr, sehr stark in allem, was mit Detektivisch zu tun hat, ne? So ein bisschen unauffällig sein, sich unauffällig bewegen oder sonstige Geschichten, keine Ahnung, was so. Der Eingeborene hat halt das Problem, und das ist ein wichtiges Problem, dass er halt kein weißer Europäer ist und deswegen Probleme hat, sich in der Gesellschaft zu bewegen. Das ist halt ein rollenspielerisches Ding, dass man gucken muss, ob man das haben möchte und ob man damit zurechtkommen möchte. Von den Fertigkeiten her ist der genauso gut wie jeder andere Wicker, wahrscheinlich besser, weil er, wie gesagt, die größere Statuswahl an Fertigkeiten hat. Mhm. Ja, der kann sich vielleicht auch nicht so gut bewegen auf manchen Parketten, aber der wird vielleicht auch in vielen Situationen einfach übersehen und gar nicht, das nicht ignoriert, aber so, ja, mit dem will ich nichts zu tun haben und kann sich dann vielleicht auch in Situationen reinschleusen, die andere das nicht können. Ne? Ja, man kann was mit ihm anfangen. Also den reinen Wildnischarakter, also wie jemand sagen würde, ein Waldläufer in der Stadt bei Midgard, sowas haben wir nicht bei 1880. So, also so eine reine Geschichte. Das ist ja auch ein wahrscheinlich genrespezifisch. Ne? Also beim Fantasy kann man ganz klar, oder bei Mittelaltersachen kann man ganz klar sagen, der macht das, der macht das. Und in einer modernen Welt verschmilzt das ja auch oft. Ne? Also es gibt keinen reinen Gelehrten. Jeder oder viele haben halt Zugang zur Schule und zur Bildung. Und das auch. Ja. Wir haben aber mit gerade 1880 das Regelwerk, das sagt, dass im Prinzip die Abenteurertyp nur eine Rolle spielt bei der Figurenerschaffung und danach kann jeder eh alles lernen. Das heißt, es nivelliert sich sowieso früher oder später. Der Abenteurertyp ist weitaus weniger wichtig als bei Midgard. Das kann man sich schön dann an Erlebnisse anpassen. Also dass man sagt, ja, meine Figur hat jetzt wirklich Interesse gefunden, zum Beispiel bei der Krokodilenjagd an exotischen Tieren.
und findet das spannend und hat vorher noch nie was mit Tieren am Hut gehabt, ist ein Stadtkind, aber das interessiert ihn jetzt, ja, oder sie. Ja, das ist dann auch, also das gibt keine Schranken in dem Sinn. Nö, dann lese ich mich halt ein und gut ist. Es gibt auch nicht, es gibt auch keine Trennung in für bestimmte Abenteuertypen, wird das Lernen von Fertigkeiten nach Spielbeginn einfacher oder schwerer. Es kostet alle für alle das Gleiche und Gutes. Das heißt, ja, das kann man dann so freisteuern, wie man möchte. Ja, ja. Okay, dann hast du noch irgendwas, was du gern ansprechen wolltest für den, also zu dem Band im Tiefen der in den Tiefen der Elbe? Ist noch irgendwas, was wir vergessen haben? Das Einzige, was mir mittlerweile aufgefallen ist, da ist ein Brief, ich glaube, es ist ein Brief von Clara Hochbruck, da ist unser Satzproblem unterlaufen. Da habe ich auf die da hat es bei der Konvertierung, hat es die Sonderzeichen zerlegt. Da habe ich auf der Homepage, auch auf der Seite, wo du gerade bist, habe ich eine Ergänzungsseite, kann man ausdrucken und ausschneiden, hinterlegt. Und wenn ich dran denke, lege ich bei Bestellungen auch einen entsprechenden Erraterzettel bei. Also, Leute, wir machen jetzt ab jetzt immer Live-Errata hier in den Videos. Das heißt, ihr müsst die Videos immer alle gucken und dann habt ihr eure Errata direkt auf dem Präsentierteller. Okay. Ist dieser Brief ein, wie heißt es denn, ein Anhang, also so für die Spieler? Er taucht zweimal auf. Einmal im Text selbst, damit die Spielerin ihn an der Stelle hat, wo sie ihn braucht. Und am anderen taucht er hinten im Anhang auf. Deswegen haben wir zwei Austauschseiten gemacht. Ach so, und was ist da jetzt schiefgegangen? Das interessiert mich so generell. Ich glaube, es ist Seite 142. Hab ich das Abenteuer gerade hier? Geh mal auf Seite 142 gucken. Da ist so ein Brief, oder? Der erste Brief, ja. Von wem ist denn der? Von der Clara. Lies doch mal rein. Hat er Sonderzeichen? Hat er S? Hat er Üs? Hat er SZ? Hier ist noch keins. Achso, das fehlt. Achso, okay. Ah ja, hier, genau. Du siehst gewisse... Die Tageskerze für Hans. Ja, also ein dicker Spoiler direkt hier im Video. Ne? Der Hans bekommt eine Tageskerze ohne Ü. Also... das weiß man aber, wenn man aufgepasst hat. Wenn du noch mal, wenn wir gerade beim Thema sind, du bist ja gerade auf der Seite, ne? Ja. Es gibt... Ich gehe davon aus, dass wenn man das Mädchen aus der Themse gespielt hat, dass man das halbwegs hingekriegt hat, dass man einen guten Kontakt zu Clara hat. Und jetzt findest du auf der Homepage an der Stelle eine Sektion, die heißt die Briefe der Clara Hochbruck. Das sind Briefe, die Clara an die Spielerfiguren schreibt, die beiden... Ich habe jetzt gerade eingeblendet, dann können die Zuschauer das auch sehen. Ich sehe es hier. Also geh mal auf... Die Bibliothekswelten-Kampagne. Genau, also hier, ne, das ist die Homepage, hier oben Abenteuer, da findet ihr dann die Bibliothekswelten-Kampagne. Und hier haben wir auch das Symbol nochmal groß, jetzt kann man es gut sehen. Ich hoffe, dass das auch so eingeblendet wird von Zoom. Okay. So, dann sehen wir hier die 5 Abenteuer, das ist richtig. Jetzt muss ich mal selber gucken, was ich da gemacht habe, es ist schon ein bisschen her. Dann hier kann man über diese Seite bereits den Einsteigerband runterladen. Kostenlos. Ja, hier ist der Einsteigerbahn. Da kommt Sturm dann die Ägypten verlinkt. Ja, und über die Pferdekopf-Amulette, die sind so ein Kampagnen-Hintergrund-Element, da gibt es auch eine eigene Seite zu, in welchem Abenteuer welches Pferdekopf-Element auftaucht. Das hat auch einen Sinn. So, jetzt spielen wir ein bisschen weiter runter. Das sind die ganzen Hier kann man für das Mädchen aus der Themse die ganzen Handouts nochmal als eigene Dateien runterladen, damit man die Karten nochmal separat hat. Ja, jetzt und gerade auch, wenn man es online spielen will, ne? Ganz wichtig. Ja. Und warte mal, du bist zu schnell. Oh. Geh nochmal hoch. Weil hier sind jetzt die... So, hier hat es die rot gedruckten Briefe an die Spielerfiguren. Geh da mal drauf. Ah ja. So, das sind eine Reihe von Briefen, die Clara geschrieben hat an die Spielerfiguren. Mit denen kann man, ohne dass man jetzt weiter an den Abenteuern spielt, kann man die Zeit überbrücken. Und da gibt es ein paar Informationen, die auch ganz nützlich sind. Die Briefe gibt es in zwei Versionen. Einmal mit einem schönen Layout und einmal nur Text für Leute, die kein schönes Layout mögen und keine komplizierte Schrift lesen möchten. Die kann man der Reihe nach den Spielern zustellen lassen. Und da erfahren sie auch, warum es eine Kerze für Hans gibt, weil Hans tot ist. Okay, also hier hast du jetzt eben angesprochen, diese Briefe, die kann man den Spielern zustellen lassen. Ja. Sind das, du hast
Sind das auch Szenarios oder Abenteueraufhänger Nein, oder das sind irgendwas? ein. Klick Gar doch nicht. mal den ersten, klick doch einfach mal den ersten an. Ja. Ah ja, gut, funktioniert. So, das ist es. Das will ich hoffen, dass es funktioniert. So, Nee, das ist der hier Brief. jetzt mit Übertragung und so Ach weiter, ne? so. Dass der Brief funktioniert, ist klar. Das ist jetzt der erste Brief. Das ist der Brief mit Layout. Und wem das zu kompliziert ist mit zu viel kleiner, komischer Schrift, da gibt es jeden Brief nochmal in normaler Schrift. Genau. Und die kann man, wann sollte man die einsetzen oder einbauen? Wenn man möchte, man sollte halt das Mädchen aus der Themse gespielt haben. Und kommen die ersten Briefe in dem Mädchen aus der Themse zum Einsatz schon? Ist das im Nein. Abenteuer schon angelegt? Nein. Nee. Das kann ich nicht machen, weil das kann ja nur funktionieren, wenn die Spieler eine gewisse Beziehung zu Clara aufgebaut haben. Das heißt, ach so, ab dem Zeitpunkt, wo sie sie kennen und vielleicht auch positiv mit ihr auseinandergegangen sind, kann man den Spielern in verschiedenen Abenteuern auch nochmal Briefe von ihr schicken lassen. Oder zwischen den Abenteuern oder irgendwann. Ja, um sie quasi auch warm zu halten für die Um Spieler, sie auch warm zu halten, richtig. dass die Spieler merken, diese Figur ist nicht weg, sondern die hält Kontakt. Und das ist ja spannend. Ja, da kann theoretisch der Spielleiter dann auch sagen, ja, ihr könnt auch Antwortbriefe schreiben und schreibt dann seine eigenen Briefe als Antwort, indem er dann deine noch mit einfließen lässt, so inhaltlich. Ja, also da ist einiges möglich. Okay, Das also ist es gibt noch eine Menge Zusatzmaterial zu Midgard 1880, einen Haufen Abenteuer, auch im Midgard Forum gibt es noch einige Artikel. Du stellst da ja auch oft Dinge ein, eine die man benutzen kann für sein Spiel, wenn man das möchte. Ja, ansonsten denke ich, sind wir soweit durch. Jo, ich Ah, denke auch. die Nein, doch nicht. obligatorische Frage am Schluss, die wahrscheinlich aber nichts bringen wird. Gibt es Neuigkeiten, Fortschritt, Magieband und so weiter? Oder warst du jetzt komplett in der Elbe versunken die letzten Wochen und Monate? Die Elbe ist schon längst abgehakt. Ich bin im Moment in der Neuauflage des Quellenmanns versunken und sitze im Register. Ach, das Kompendium. Ja. Ah, okay. Also Das das ist. Kompendium ist alle, da muss ein neuer Band her und den muss ich irgendwann mal fertig machen. Ich habe jetzt rausbekommen, wie ich in Word ein Register anlege, das beim Layout im InDesign direkt übertragen und erstellt wird, und da sitze ich jetzt drin. Ah, okay. Also die Arbeit reißt nicht ab, nachdem etwas. Ja, stimmt, wenn die Veröffentlichung ist, dann hast du das ja schon längst abgegeben, dann ist es schon längst gedruckt worden und hast in der Zeit dann noch ganz viele andere Dinge getan. Okay, also jetzt zu bestellen für euch, na? Die Tiefen der Elbe. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Als PDF gibt es den auch, oder? Habe ich noch nicht hochgeladen. Soll es Aber aber. ich mache ihn als separates Kauf-PDF diesmal und nicht als PDF mit Hashcode, weil das rechnet sich nicht. Ja, okay. Das Ja, kostet mich Geld und die Zahl der Abrufe, die ist gering. man darf es halt auch nicht vergessen, ne? Midgard 1880 oder Abenteuer 1880 ist jetzt auch vom Umfang her wahrscheinlich nicht nur ein Bruchteil von dem, was Midgard so verkauft. Da fällt das halt schon ins Gewicht, ne? Du musst die Serverkosten ja zur Verfügung stellen, ne? Wenn jemand das runterladen möchte, dieses ganze System dahinter mit den Hashcodes und so weiter. Ich muss vor allem meine Layouter bezahlen. Ja, das darf Das man nicht vergessen. muss Elsa nicht, da sie ihr Layout selbst macht. Das kann ich halt nicht. Tja. Jeder hat so seine Stärken und Schwächen, ne? Dann musst du den sauren Apfel beißen. Okay, Ich muss Leute, halt also wie gesagt. rechnen, das Layout von so einem PDF-Band kostet mich eine Summe X. Und wenn ich dann sehe, es wird von 30 Leuten in Anspruch genommen, denke ich mir, das kann ich mal schenken. Ja, oh, es kratzt gerade das Mikrofon irgendwo am Kragen oder so. Ja, klar, ja, gut, wunderbar. Also, ihr könnt es als PDF dann auch demnächst bekommen und als Printversion ist es schon verfügbar. Wahrscheinlich auch auf Branwens Bazaar. Ja, da, klar, da habe ich es auch gesehen. Auf Branwens Bazaar habe ich es gesehen. Ist es unter Neuheiten drin oder. Also, du verkaufst ja sowieso über Branwens Bazaar Ich verkaufe die sowieso Drucksachen. davon. Ich verkaufe über den Laden vom Carsten Grebe, aber den meisten Umsatz mache ich über den Kunden. Und bei Pegasus gibt es demnächst auch. Oh, wunderbar.
Jawohl, dann danke ich dir, Rainer, dass du da warst. Ich hoffe, dass es gut ankommt und wir freuen uns auch auf weitere Interviews mit dir zu Midgard 1880 und ja, bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Tschüss. Ciao.